Hallo? Ja, hi. Hast du Bock zum PlayStation-Zocken vorbeizukommen? Nee, ich kann nicht. Ich muss doch arbeiten. Ach komm, du hast doch flexible Arbeitszeiten. Stimmt, ich habe ja flexible Arbeitszeiten. Ich kann den Berg an Arbeit ja auch morgen erledigen. Wir sehen uns gleich. Ciao. Flexible Arbeitszeit heißt nicht, dich entspannt zu Hause zurücklehnen und zocken zu können. Es wird von uns verlangt, auf Abruf bereit zu stehen, um das vorhandene Arbeitspensum zu bewerkstelligen. Häufig sogar durch unbezahlte Überstunden. Oh Scheiße, ich muss wieder in die Arbeit, die Mittagspause ist rum. Kommst du mit? Nee, ich habe ja flexible Arbeitszeiten. Ich bleibe einfach eine Stunde länger. Verlängert man die Pause, so verschiebt sich auch das Ende der Arbeitszeit nach hinten. Doch wie will man effizient arbeiten, wenn Kollegen und Geschäftspartner bereits im wohlverdienten Feierabend sind? Hallo Chef, meine Mutter hat heute Geburtstag und deswegen gehe ich schon jetzt nach Hause. Ich würde dafür aber morgen ein Stündchen früher kommen. Flexible Arbeitszeit heißt nicht kommen und gehen, wenn man möchte. Gerade auf dem Geburtstag angekommen und in Feierlaune erreicht uns ein Anruf vom Chef, der die Fertigstellung einer Präsentation bis zum nächsten Morgen fordert. Was bedeuten flexible Arbeitszeiten also wirklich? Werden die getroffenen Vereinbarungen wirklich eingehalten? Können wir arbeiten, wann und wo wir wollen? Bei schönem Wetter sitzen wir im Garten und nach einer langen Partynacht schlafen wir aus und rufen allenfalls kurz im Büro an, um mitzuteilen, dass wir auch am nächsten Tag ausschlafen werden. Endlich können wir alles unter einen Hut bringen. Kind, Partner, Handwerkertermine, Freunde. Wer das glaubt, ist bereits auf die Mogelpackung hereingefallen. Arbeitszeitflexibilität für die Mitarbeiter ist etwas anderes als Flexibilität für das Unternehmen durch die Mitarbeiter. Ersteres ist der Köder, letzteres die Realität. Junge Menschen wollen Flexibilität. Das ist richtig. Aber falsch ist, junge Menschen wollen als Arbeitnehmer rund um die Uhr bereitstehen. Flexibilität ja, aber nicht um jeden Preis.